Abend, Herr Kammersänger. Guten Abend. Was heißt Kammersänger? Sie sind, glaube ich, dreimal Kammersänger. Wo denn überall? Ja, dreimal München, Berlin und Wien. Aber geboren in der Cowboy-Stadt Dodge City. Dodge City, Kansas, ja. Ich darf das sagen, 1925. Ja, ja, 25. Ich bin 68 Jahre jetzt geworden. Mein Geburtstag ist das gleiche Geburtstag wie Richard Wagner. 22. Mai. Ein guter Beginn. Ihr Vater war Sheriff, stimmt das? Sheriff, ja, ich bin ins Gefängnis geboren. Gut. Floristan kam dann später, nicht? Ja, meine Mutter hat gekocht für die Gefangenen. Früh musiziert und früh Musik studiert. Wo haben Sie studiert? Ich habe studiert mein ganzes Leben Musik. Als Kind irgendwie habe ich so Musik geliebt. Ich weiß nicht, wie das mir gefallen ist. Es war als 6, 7 Jahre alt. Ich erinnere mich an, dass ich ein schönes Singen gehört im Radio und ich war so bewegt, ich habe geweint und meine Mutter hat sich so bewundert. Dann haben wir eine Geige in der Familie und ich fing an mit Geige zu spielen mit 8 Jahren und durch die ganze Schule habe ich Geige gespielt. Dann habe ich gelesen, Sie waren bei der Marine, aber gleichzeitig waren Sie auch Flugzeugpilot. Was waren Sie denn? Ja, mit 18 fing ich an in der Marine im Krieg, im 43 und habe fliegen gelernt, habe circa 200 Stunden flügen, aber Gott sei Dank war ich nie im Krieg. Und an der Louisiana State University haben Sie studiert? Ja, und da habe ich meinen Bachelor's-Grad bekommen und habe einen wunderbaren Lehrer da gehabt. Und dann haben Sie aber sind Sie nicht gleich Sänger geworden, sondern Sie haben auch was getingelt, wie wir das sagen. Sie ich habe noch meinen Meistersgrad gekriegt in eine andere Universität und dann kriegte ich eine Position an der Universität von Kentucky als Chordirigent und Stimmlehrer. Und dann waren Sie von 52 bis 61 Stimmlehrer. Ja, ja. Also nicht der Sänger fing an, sondern der Lehrer fing an. Aber ich habe immer weiter studiert und dann habe ich den Wechsel zu Tenor gemacht, nachdem ich 30 Jahre alt war. Sie waren Bariton vorher. Ich war Bariton. Sie haben gesungen Alfio. Ja, ja. Was denn noch anders als Bariton? Alfio, Hoffmanns Erzählung. Valentin, ja. Alle möglichen Sachen in Operetten und Musicals, Sigmund Romberg in Chor gesungen. Sie können auch tanzen. Ja, früher, aber jetzt nicht mehr. Meine Knie sind schlecht. Okay. Und dann wechselte der Bariton James King vom Bariton zum Tenor. Wie ging das? Es war 4 Jahre, es war eine Hölle, wirklich. Ich habe aber eine wunderbare Lehre gefunden, Martial Sanger, berühmter französischer Bariton. Ja. Und er hat mich geholfen, fast 4 Jahre, um den Wechsel zu machen. Ich hatte hohe C singen können, aber ich könnte es nicht frei. Ich war der, wie Fischer Dieskau mir sagt, der Balance, der Atmentechnik. Und wo war das Debüt als Tenor? In San Francisco in 61 mit Marilyn Horn in Carmen. In Carmen, José. Ja, José. Und dann bekamen Sie eins der vielbegehrten Stipendien. Ja, ich bin eingesprungen für Sandor Cogne in Cincinnati und habe mit Eleanor Stieber Ariadne den Bacchus gesungen. Ich wusste überhaupt nicht von dieser Oper. Ich habe das nachgeforscht. Für $75 haben Sie an mir Amt bekommen. Ja, ja. Ja, so ging's los. Aber ich war in Lexington, Kentucky, der 75 Meilen war. Und ich bin immer gefahren für die Vorstellung. Ich habe nicht gewusst, dass das so eine schwere Rolle war. Ich habe es mir einfach gesungen. Und dann haben Sie ein Stipendium bekommen? Ja, American Opera Auditions habe ich gewonnen. Und die haben mich geschickt, nach Florenz Tosca zu singen. Und als ich in Florenz war, dann hat meine Agentin Thea Dispecker gesagt, die wollen dich hören in Berlin, weil Cogne ist nach Amerika gegangen und ich kam nach Berlin, habe vorgesungen, die haben mich genommen. Und das war das einzige Vorsingen, was Sie im Leben gemacht haben, stimmt das? Oder ja, glaube ich. Nein, ich habe 5-mal an der Met vorgesungen, die haben mich nie gerührt. Ja, das war später. Nein, aber jetzt war Sie vorgesungen, für wen haben Sie vorgesungen in Berlin? Für Seefellner war das doch. Ja, ja. Seefellner und Holreiser waren in der Zuschauer. Und dann bekamen Sie ein festes Engagement in der Berliner Oper. Ja. Ja, das war schön. Und dann ging's los. Und dieser Ensemble da in Berlin, was das war, mit solchen tollen Leuten wie Josef Greindl, Josef Metternich, Tom Stewart, Evelyn Neer, Pilar Lorenga. Was für Sänger. Und das Fernsehen macht's möglich. Aus der Zeit können wir auch was sehen und hören. Nämlich Duett Don Carlos Posa, oh rette mich. Don Carlos, erster Akt, zweite Szene. 65, James King als Don Carlos, Dietrich Fischer-Dieskau als Posa. Orchester der Deutschen Oper Berlin, Dirigent Wolfgang Sawallisch, Inszenierung Sellner. Oh, Fischer-Dieskau, einer meiner Lieblinge. Nur dir will ich gewinnen, den Schwert, der mich verfliegt, der das Herz mir zerbricht.
sündhafte Blut. Elisabeth! Kilometer! Großer Gott! Du erreichst zu Boden sechs den Blick! Wie er will, du sagst du selber, deine Flügel besucht dich um mich. Alte Weine, alte Kreuz steht zu dir, du meinst, ich fühl's, und so hätte ich dich eigentlich verlass, aber ein Rodriguez. Dein Geheimnis liegt unbekannt auf dem Höhen, so erbitte von ihm deine Sendung nach anderen. Zwinge dein Herz, raffe dich auf, denk an Brabant und lerne dort, weil ihn schwer geprüfen wollt, dein wahres Königsamt. Ich folge dir, mein Bruder. Vernahmst du? Der Kloster Porte glaubt erklang, man erwartet den König und die Königin. Elisabeth! Ermangel ich, besiege deines Herzens Schwäche. Es leuchtet strahlend vom Himmel verlangt und mir ein Stern. Nenne ich ein Duett? Da, eine der schönsten Sachen von Verdi. Hoffentlich hat Fischer Dieskau zugehört. Und Fischer Dieskau, ein Sänger, den ich habe den höchsten Respekt dafür. Was für ein großer Sänger. Ich glaube, kein Sänger hat mehr geleistet in der ganzen Geschichte als er. Wir werden ihn hoffentlich bald hier in der Capo haben. Wann haben Sie zum ersten Mal in München gesungen? Das war in 1962, im Herbst. Ich habe Carmen hier gesungen. Mit wo? In welchem Theater? Im Prinzregenten. Freut mich besonders, dass Sie das sagen. Ja, und dann ging es von Berlin und von München, dann ging es über die ganze Welt. Und ihr
musikalischer Vater, darf ich so sagen, Karl Böhm, der hat Sie dann nach Salzburg gebracht. Nicht? Ja, im Jahr, bevor ich den Carmen gesungen habe, war ich in Salzburg, musste ich einspringen, auch für Schandor. Schandor war immer ein Freund von mir. Ja, weil er wegging, Er hat drei Sachen abgesagt, wo ich einspringen könnte. Und Iphigenien Aulis war eine in Salzburg. Und er hat mich persönlich angerufen und sagte, er war sehr müde und wollte absagen in dieser Saison. Ein wunderbarer Sänger war er auch. Ich habe seinen Lohn geschätzt, wie fast besser als alle, die ich je gehört habe. Schandor Konja. Und die Met hat dann schließlich doch reagiert. Zuerst hat sie gar nicht reagiert, hat dann reagiert. Ist komisch, der Rudolf Bing kam in mein Zimmer, nachdem ich Carmen gesungen habe, einmal in Berlin, und sagte, Herr King, wo waren Sie? Wir haben von Ihnen nicht gehört. Und ich habe fünfmal schon vorgesungen an der Met. Ja, das passiert. Über die Intendanten sprechen wir später. Ja, nein, aber sehen Sie, die Quantität, lieber Herr King, das ist ja noch kein Beweis für Qualität. Aber ich habe mir das mal einmal ausgerechnet, was Sie in Ihrem Leben bis jetzt gesungen haben. Ich möchte das doch einmal sagen. Wenn man 420 Mal den Bacchus gesungen hat und den Kaiser 275 Mal, Radames 50 Mal, Manrico 40 Mal, den José 350 Mal und den Florestan 300 Mal. Quantität nicht alleine, aber das ist ein Leben. Nicht? Ja, ja. So schöne Sachen. Mich so gefreut, das zu machen. Ich denke jetzt gerade an die großen Tenöre, die wir überhaupt in der Welt hatten. Wenn ich dran denke, helfen Sie mir. Roswenge, Patzak, Vickers, Melchior, Monaco, Corelli, Tauber, Völker, Lorenz, Gilly. Wer war denn so für Sie? Gab es so ein Vorbild, ein Beispiel? Eigentlich, die waren alle Vorbilder für mich. Aber der Tenor, den ich am meisten, glaube ich, geschätzt habe, war der Gilly. Ach. Das war, ich habe nie solche schönen Töne, so wunderbar und perfekt gehört, produziert so perfekt wie bei Gilly. Es war einmalig, dieser Mann. Der Björling wurde einmal gefragt, der war auch einer meiner Lieblinge, toller Sänger. Ja. Und er hat gesagt, jemand hat gesagt, Herr Björling, glauben Sie, dass Sie sind die größte Tenor der Welt? Er sagte, nein, ich bin der Zweite. Er sagte, wer ist der Erste? Er sagte, der Beniamino Gigli. Ja. Hat der Björling selber das gesagt? Das schön. Aber Sie haben über den Gigli einmal gesagt, das wäre so ein größer Schluchzer, der schluchzt immer so, das wollten Sie nie nachmachen. Ja, aber ich habe mit einem Tenorfreund von mir gesprochen, der mit ihm gesprochen persönlich hat einmal. Und er hat gesagt, warum verwenden Sie immer diese Träne in der Stimme? Er sagte, Gigli hat gefragt, weil es bringt mich an mein Atmen besser, das und lockert meinen weichen Gaumen. Und es stimmt. Es ist eine Krücke, aber es ist eine gute Sache und es gibt ein gewisses Gefühl, obwohl ich bin auch manchmal kritisiert, weil ich den Tränen auch ein bisschen zu viel in der Stimme verwendet, aber okay. Und der wunderbare Gigli hat auch manchmal etwas gegen den Text gesungen, nein, oder ist nicht immer so ganz kann schon der sein. Text, es wurde leicht etwas kitschig, nein, oder? Es war schön. Kann man sagen. Wissen Sie, was der Lord Harwood über Sie einmal gesagt hat? Er hat gesagt, der King hat das am besten gestützte Singen aller Tenöre. Was ist das, das Stützen? Und was war diese große Umstellung vom Bariton zum Tenor? Hatte das aber mit Stützen zu tun? Was war die große technische Umstellung? Mein Problem war, ich habe zu viel Hingabe. Ich habe so einen Wunsch zu singen und richtig zu singen, dass ich bin immer so losgegangen. Ich glaube, habe ich zu viel gedruckt mit den Atmen. Mhm. Und wie Fischer Dieske mir einmal gesagt, Jimmy, es ist der Atmen. Es ist der Balance, dieser Druck mit diesen großen Muskeln hier gegen diese kleinen Muskeln in der Stimmbände. Man muss den Sinn erfinden irgendwie für diesen Druck. Dass man da fast überhaupt nichts hier spürt. Ja, aber ich habe mal zugehört, wie Sie Ihren Schülern bei unserer Singschule sagten, what you need is total dedication, totale Hingabe. Ja. Ja. Und das geht nicht mit weniger. Ja. Ich sehe immer wieder Leute mit guten Stimmen, aber wer wird ein großer Sänger sein? War ich wahrscheinlich keiner. Ja. Man muss ein bisschen verrückt sein, glaube ich. Ja. Ja, es hat aber, muss ich sagen, 20 Jahre gedauert bei mir, bevor ich richtig singen als Tenor konnte. 20 Jahre. Ich fing mit 15 an und bis 35
war ich schon immer noch dran. Und ich sage in Indiana University jetzt, dass ich bin der älteste Schüler da. Ich lerne immer noch. Und es gibt immer diese Sternstunden. Ich habe eine ihrer Sternstunden erlebt. Hier in München 1970 in München habe ich Tosca mit der Rüsanecke. Oh, nach dem 40. Vorhang musste ich gehen. Aber das war so eine Sternstunde in München. Haben Sie eigentlich mal Da Capo gehabt? Da Capo? Ja. Hier nicht. Aber in Italien habe ich Da Capos gesungen. Ja. Habe ich Tosca gesungen in Italien. Tosca ist die Tenorpartie, italienische Tenorpartie, die ich am meisten gesungen habe. Ich habe es vor 3 Jahren gesungen in Wien, bin ich eingesprungen für Placido Domingo. Ja. Sie würden doch auch sagen, die Daphne ist eine besonders schwere Rolle. Nicht, nicht die Daphne, sondern der Apollo. Wir können den hören, den Apollo. Den haben Sie mit Wunderlicht, der taucht aber nur als stumme Figur auf hier. Und mit Stefanie Wojtowicz gesungen, Daphne, Orchester des Bayerischen Rundfunks, Keilbert dirigiert, Apollo, Daphne. Stimmt, dass der Strauss soll gesagt haben, er mag keine Tenöre? Ja, ich glaube, das Problem mit Strauss war, der Strauss war grandios. Der größte Opernkomponist des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, er hat Tenöre wahrscheinlich nicht verstanden. Was es bedeutet, ein Tenor zu sein für dieses schwere Fach und wie er geschrieben hat, die schwerste Sachen. Ja, und mit Rosenkaviers sind Sie angefangen in Berlin. Aber die Tenorrolle ist doch wunderbar, italienischer Sänger, nicht? Ja. Das ist nur 3 Minuten, 4 Minuten höchstens hier. Aber eine Sache wie die Apollo in Daphne, das ist eine der schwersten Sachen, was es überhaupt gibt. Der Strauss lässt der Tenor singen, hoch, schwer und dann plötzlich sagt, sing ein hoher B. Ja. Und du bist schon müde und es ist nicht so leicht. Wie lernen Sie Rollen? Wie haben Sie Ihre Rollen studiert? Partitur, Klavierauszug, haben Sie sich Kollegen angehört auf Tonbändern oder so? Ja, das habe ich auch getan. Ich habe immer versucht zu lernen. Ich saß in der Kantine, dauernd gesprochen mit anderen Kollegen und das gefragt und sagte, wie macht man das? Und Platten angehört und ich finde es fast, Herr Professor, fast die schwerste Sache in der Musik zu lernen. Ich weiß, dass ein Pianist natürlich viel mehr Stunden pro Tag arbeiten muss als ein Sänger. Eine Stunde am Tag ist genug für einen Sänger. Als wir in Chicago waren, haben wir diese russische Geiger gehört. Ja. Das war fantastisch, aber wer 18 Jahre alt, gibt's nichts für einen Sänger, der mit 18 Jahren sowas machen könnte. Nee. Obwohl, ich Sie haben mal gesagt, bei Parsifal muss man 40 werden, um den singen zu können, aber der Parsifal ist 19 Jahre alt bei Wagner, nicht wahr? Ja. Es ist schwer für uns, dieses Konzept, wie man diesen Ton, diese Stütze und alles zusammenbringt, um den Ton schön zu machen und frei zu machen. Man muss frei singen und mit einem klingenden Ton. Ich empfehle auch immer viel die alte italienische Aria Antique, weil ich singe die immer noch und ich glaube, es hat mich geholfen. Ich bin 68 Jahre alt jetzt und ich habe immer noch keinen Wackel. Und ich höre Sänger 10 Jahre jünger als ich, die haben furchtbare Wackel. Und ich glaube, das ist, weil ich suche immer die
zu kontrollieren, wie meine Mittellage fließt. Ja, und Sie haben gesagt, Monteverdi, Händel, da soll man sehr schön die Koloraturen sortieren. Ja. Denn erstens verbietet das denen zu brüllen. Die brauchen nicht brüllen und die müssen intonieren und müssen genau singen. Nicht? Tonleitungen sind hochwichtig, obwohl manche singen, sprechen dagegen. Aber ich bin genau einer anderen Meinung. Tonleitungen sind wichtig, weil die Stimmbänder müssen dann ganz schnell wechseln. Ja. Die Vibrationsgeschwindigkeit. Sie sprechen so gut Deutsch, aber Sie haben gerade einen Versprecher gemacht, der ist hinreißend. Sie haben statt Tonleiter, Tonleitung gesagt. Aber genau, es ist eine Leitung. Aber stellen Sie mal vor, wenn ein Sopran singt, ein hohes C, die Stimmbänder vibrieren 1040 Mal pro Sekunde. Pro Sekunde. Na, wie macht sie eine Triole, wie Gruberova? Wie macht sie eine Triole auf der hohen C? Dieser Wechsel in eine andere Geschwindigkeit. Erinnern Sie sich, das ist ein Wunder. Wenn ich das sehe, ich denke, das muss ein Gott sein. Das könnte nicht einfach passieren. Stillschweigen. Stillschweigen. Herr King, erinnern Sie sich noch, als ich machte in Wien gerade mit Jess Thomas den Tristan. Und da waren Sie auch in Wien, zwei Tenöre zusammen. Dann habe ich gesagt, wann machen wir denn mal den Tristan zusammen? Sie haben es mir versprochen. Sie haben es mir versprochen für Bayreuth. Ja. Sie haben es nicht gehalten. Sie haben nie den Tristan gesungen. Warum nicht? Wollten Sie es mit mir nicht machen? Warum nicht? Ja, mit Ihnen hätte ich gerne alles gemacht. Aber ich habe gearbeitet, bis der Wolfgang hat es mir gegeben, die Angebot gegeben im Sommer. Und ich habe gearbeitet bis Februar fast im nächsten Jahr. Und habe ich gemerkt, mein Blutdruck ging hoch. Und ich habe gesehen, es ist zu viel für mich. Und dann war ich bei Karl Böhm. Und der Böhm sagte, na James, ich glaube, du sollst das nicht machen. Ich sage, du bist zu viele Draufgänger. Ich glaube, du wirst deine Stimme frühzeitig umbringen, wenn du das machst. Also so hat er gesprochen. Ja. Und so, ich habe dann ein paar Wochen noch gewartet. Dann habe ich den Wolfgang angerufen und habe gesagt, lieber, ich mag es nicht. Sie wissen, mit Kleiber war das damals, ne? Ja, und mit Spaß Winkhoff kam Spaß Winkhoff, dann. Sie haben einmal gesagt, der Nicht-Tristan hat mich gerettet. Ist das richtig? Ja, das Ganze. Denn ein Tristan... Ich liebe Tristan. Ein Tristan sind ungefähr wie zwei Othellos, oder? Ja, ich habe die Takte gezählt. Ich glaube, Othello ist Tag für Tag etwas schwerer. Tristan liegt mir auch sehr gut. Aber es ist 1650 Takte Musik und Othello ist 850. Tannhäuser haben Sie auch nie gesungen, warum Ich wollte denn? Das singen, in die haben es mich angeboten in Paris und dann irgendwas ist schief gegangen und dann ich habe das abgelehnt. Mhm. Ich könnte es nicht machen. Mhm. Wollte ich auch Götterdämmerung machen und ich glaube doch Nanni wollte mir das mit mir machen, oder Stein war es. Ja. Walküre und Götterdämmerung ist auch ungefähr die gleiche Länge wie Stolzing, die ich oft gesungen habe. Jetzt haben wir ein Insert von den drei Wagner-Rollen, die Sie haben. Die drei großen Wagner-Rollen, das ist, was sehen wir denn da jetzt gerade? Das ist Stolzing, Parsival und Lohengrin. Lohengrin, ja. Ja. Und Siegmund und Holländer habe ich auch gesungen, natürlich. Und Tristan habe ich konzertante Ausschnitte gesungen. Herr King, Sie haben doch Sie lehren die jungen Menschen, dass man auch sparen lernen muss. Ich denke, dass wenn ein Sänger ein bisschen faul ist, ist es besser, wenn er zu fleißig ist. Ein bisschen faul. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber Wagner, und das hören wir jetzt, die Winterstürme, Walküre, die Winterstürme in dem Wonnemond, die Heidi Picha, sehen wir nur als stumme Rolle, aber wir hören sie als Siegmund, Walküre. Das ist eine meiner Lieblingsrollen. Erleuchtet der Lenz, aus Linden lüftern
Richtig gehört, so E, F und da ist es fast baritonal gefärbt, oder? Ja, das war ein Segen für mich, dass ich so lang Bariton gesungen habe. Ich habe Bariton gesungen, bis ich 30 war. Und dann fing ich an, den Wechsel zu Tenor zu machen. Ich wusste, dass ich Tenor war, aber in dieser Lage zu singen war zu schwer. Ich habe es nicht frei schaffen können. Ja. Und Melchior hat auch gesagt, es ist besser für einen Heldentenor, wenn er lang Bariton singt. Ja, er hat das auch, und das stimmt. Und auch diese Mittellage schön lernen zu manipulieren. Und Gili hat auch gesagt, ich kann F offen singen oder gedeckt. Ja. Und der hat das so fabelhaft. Wenn Sie diese Pagliacci-Aufnahme von Gili hören, ja, Sie werden, er singt wie ein Heldentenor. Wir wissen beide, welche physische Belastung eine solche Rolle ist. Aber Sie haben ein nettes Wortspiel gefunden. Sie haben gesagt, die physische Belastung ist so groß. Nämlich, wenn man Parsival 45 Minuten stehen muss und dann noch die Kraft zum Singen hinterher haben muss. Und Sie haben mal gesagt, ein Sänger muss auch ein Athlet sein. Haben Sie sich auch so, haben Sie so gelebt? Ja, es ist athletisch. Ich war nicht so ein großartiger Athlet, aber man muss in fabelhafter Gesundheit sein. Eigentlich eine kleine Erkältung kann eine Katastrophe für einen Sänger sein. Ja. Sie wissen, als ich in Orange mit Ihnen war, ich habe Lohengrin gesungen und meine Stimmbänder waren nicht ganz in Ordnung. Wir haben die ganze Nacht vorher probiert, ja, und am nächsten Tag habe ich Lohengrin erster Akt, zweiter Akt, bin ich durchgekommen. Dritter Akt habe ich meine Stimme verloren. Die haben mich gebuht. Naja, immer eine schöne Aufführung. Wissen Sie, das war der Lohengrin. Ja, ja. Beim Vorspiel kam das ganze Licht aus dem Tor heraus und hat Ihre Ankunft begleitet. Ja, ja, ja. Das war wunderschön. War schön. Sie haben, stimmt das, den Text und die Musik versucht, immer ins Spiel umzusetzen. Ja, und einfach, ja, nicht nur als Sänger dazustehen. Nicht? Nee, man muss spielen. Es muss ein Sänger muss ein Schauspieler sein. Ja. Haben Sie mal eine Krise gehabt? Ja, doch. Um 53 Jahre habe ich akzeptiert eine Tosca an der Met mit Magda Oliveira, diese wunderbare alte Frau. Sie war 65 Jahre alt und hat Tosca gesungen ohne Probleme. Und ich habe ein paar Mal gekickst auf hohe Töne und ich war völlig in Ordnung. Ich war nicht krank, ich wusste nicht, was mit mir war, weil Tosca habe ich oft gesungen. Und dann habe ich zurückgeschaut und gedacht und überlegt, die Walküres, how do you say, caught up with me finally. Ja, die haben sie weg. Das haben sie vereinnahmt. Ich meine, das Schwersingen in der Mittellage mit einer Rolle wie. Ich sage auch, Walküre ist keine Rolle für jeden Tenor. Ja. Das muss eine Tenor mit einer Naturtiefe sein. Ja. Haben, wie John Vickers. Ja. Ich glaube, John und ich, wir haben die Naturstimmen für diese Rolle, die meisten. Aber Sie haben also gesagt, ich habe festgestellt, meine Stütze lag zu hoch und ich habe 4 Monate gearbeitet, um das hinzukriegen. Ja, 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 ja. Diese, ja, technischen Dinge, was sind denn, darf ich das fragen, es wird mir bekundet, dass sehr viele junge Sänger unsere Sendung zuhören. Was sind denn die Charakteristika eines Heldentenors? Oh, der hat eine dunkle Stimme und eigentlich auch der Heldentenor. Auch die dramatische Stimmen kommen stark nach unten. Ja.
Die haben Kraft in der Tiefe. Flagstadt hat gesungen fast wie ein Mezzo, wissen Sie? Und Sutters hat mir gesagt, auch in Berlin, als ich sie, habe ich das schon gesagt? Nein. In Berlin, ihn kennengelernt, als sie kam in 62 nach Berlin, er hat gesagt, King, bleiben Sie so lang, wie Sie können mit der hohen italienischen Sachen und dann Sie werden sehen, wenn es nicht mehr so leicht geht, Sie können mehr in die schwerere Sachen gehen. Und das ist mir passiert, als ich diese Tosca gesungen habe an der Met. Da war der Zeit. Obwohl ich habe Tosca immer noch wieder ein bisschen hier und da gesungen und manchmal ging es gut, manchmal nicht hundertprozentig. Das heißt, Sie empfehlen einen Wechsel zwischen deutschem Fach und italienischem Fach? Ich denke, die italienischen Sachen sind hochwichtig. Obwohl, für mich ist Wagner der allergrößte. Aber jetzt etwas aus dem deutschen Fach, nämlich Beethoven, Fidelio, so oft gesungen im Floristan, dass der Z. Leonore, Christa Ludwig, Josef Greindl, gerade in diesem Jahr gestorben, als Rocco Lieber. Und King Floristan, da nimm das Brot. Haben Sie auch bei der Eröffnung in Tokio gesungen, glaube ich, nicht? Mit Christa Ludwig? Ja, die Eröffnung der Nissan-Theater in Tokio haben wir die erste Vorstellung gesungen. Ja, ich kann Sie leider nicht als Liedersänger vorstellen, aber Sie haben eine tiefe Affinität zu Schubert, wollten immer Winterreise singen. Ja, ich war blöd, ich hätte das lernen sollen. Ich liebe alle Lieder, aber manche von Schubert ist für mich das Größte, was es überhaupt gibt. Sie haben sogar empfohlen, der Liedersänger sollte mit dem Opernsänger alternieren oder sollte immer... Ja, ich denke schon. Ja.
Ist es eigentlich schwer mit der Sprache? Sie sind Amerikaner. Ist das schwer, in all den Sprachen das zu lernen und den Sinn zu verstehen? Ich glaube, ich habe ein Talent für Sprachen irgendwie. Ich könnte auch viel in Dialekt sprechen in Amerika. Ja. Schweizer Dialekt, New York Dialekt, was es war. Ich könnte es irgendwie imitieren. Ja. Für eine Affe. Ach so. Nein, aber Othello zum Beispiel zu lernen, ist doch für einen Amerikaner ist doch schwer, nicht? Ja, ja. Aber gut Italienisch. Es muss klassisch Italienisch sein. Nur. Ja, das und Ihnen hat mal jemand den Rat gegeben, man soll es nicht zu oft probieren, oder? Ja, ja, mein einer hat mir gesagt, ich habe Othello immer ein bisschen Probleme mit Othello. Und ich habe nicht gewusst, endlich habe ich einen Italiener kennengelernt, der sagt, ah, Signor King, lei può cantare Othello, ma non provare. Das heißt, Sie können Othello singen, Signor King, aber nicht probieren. Ja. Ich habe mich immer probiert, das, weil ich habe nicht diese Ausdauer, die manche Sänger hatten. Ich bin ein etwas delikater Sänger und ich musste ganz aufpassen, dass ich nicht zu viel probiere, bevor eine schwere Vorstellung. Das sollten Sie dem Regisseur Ihnen gegenüber nicht sagen. Denn, ja, gut. Ihr Verhältnis zum Komponisten, ganz klar Wagner, Verdi, Strauss. Sie haben gesagt, übrigens, Wagner ist fast leichter als Verdi, stimmt das? Das würde ich nicht sagen. Es ist nicht so hoch. So Verdi, ein Aida ist wahnsinnig für einen Tenor. Ich denke, das ist manchmal fast schwerer als Othello. Es sind 28 hohe Bs in Aida und weiß nicht, wie viele As und As dazu. Ja. Othello ist, glaube ich, 16 hohe Bs. Ich habe die manchmal gezählt. Etwas Technisches, darf ich mir erlauben zu fragen. Wir sprachen eben von dem offenen und gedeckten. Ja. Nehmen wir mal Fis. Zeigen Sie mal, was ist ein offenes Fis und was ist ein gedecktes Fis? Das ist offen. Offen. Das ist geschlossen oder gedeckt. Das heißt, der Kehlkopf singt. Ja. Das war kein Fies mehr, das war schon höher. Ja, ja, das war schön. Ja, aber sehr schön. Ja, das ist eine Demonstration. Moderne Komponisten kommen auf dem Spielplan von Herrn King nicht so oft vor. Ich bin nicht total begeistert von der modernen Musik, weil ich habe das Gefühl, dass man kann nicht Zärtlichkeit richtig ausdrücken mit dieser Zwölftonmusik. Mortier hat gesagt in Salzburg, dass Puccini ist tot. Und ich denke, wenn Puccini tot ist, wir sind in großen Schwierigkeiten. Ja. Weil die Liebe dann geht auch. Ich habe moderne Werke gehört in den letzten Jahren, zwei schöne Sachen, fabelhaft geschrieben. Aber ich finde nicht, dass die Musik betont oder ausdrückt wirklich, was in den Text steht. Da sehen Sie übrigens gerade den Tambourmajor aus Wozzeck, den haben Sie doch gesungen, nicht? Ja, ja. Ja, Wozzeck ist mir das interessanteste moderne Werk, was ich mag Wozzeck. Naja, aber Sie haben auch Moses und Aaron gesungen, eine kurze Rolle. Was war das da? Das war der junge Mann und der Hermann Scherchen hat dirigiert. Ja. Und er hat mir einmal einen Abend gesagt, ich soll 6 Takte später auftreten, weil die Musik kurz vor meiner kleinen Arie hat mir repräsentiert mein Rennen. Ja. Und so, ich kam 6 Takte später raus und er hat mir schon den Einsatz gegeben zu singen. So, ich schaute ihm an für den zweiten Satz und er hat nicht mehr mich angeschaut. Und so, ich fing an zu singen und habe die ganze Arie 4 Takte zu spät gesungen und niemand hat gewusst, dass ich spät war. Aber das sollte ist, das ist die moderne Musik. Nein, nein, das lasse ich nicht gelten. Mit Mozart kann man das nicht machen. Nein, das ist richtig. Aber wenn wir jetzt, hey, Lichter, ich will jetzt weg von dem Thema, das merken Sie, hören, ist es auch moderne Musik. Ja, das ist nicht so. Ist nicht schwer, Elektra? Ah, na. Nein, Ägist? Na. Aber wir wollen den hören, den Ägist, hey, Lichter, mit Eva Marton, Abado hat dirigiert und Kupfer hat inszeniert aus den Salzburger Festspielen übernommen, 3 Minuten. Ja, das ist eine tolle Sache. Niemand kann so leuchten, wer sich keine von allen diesen Schuften, kann das Wort keine Zukunft annehmen. Was ist das für ein unheimliches Weib? Ich hab verboten, dass ein Unbekannt das Gesicht für die Dinge kommt. Die Neuigkeit, ja doch!
Felgen also wirklich, dass gestorben ist. Und melden wir, dass nicht zu zweifeln ist. Sie haben mit Marcel, mit Böhm, mit Stein, mit Boulez, mit Hollreiser viel gearbeitet. Mit welchen Dirigenten kamen Sie nicht aus? Ich glaube, ziemlich gut ausgekommen mit allen. Ich habe eine wunderbare Musiktraining in meiner Jugendzeit. Als ich aus der Highschool, der Hochschule kam, mit 18 Jahren, habe ich schon eine sehr, sehr gute Musik Fundament. Und auch unser Dirigent im Orchester, wo ich Geige gespielt habe, hat uns alle dirigieren lassen. Und dann kam Krieg und Militär, aber ich war 2,5 Jahre drin und dann kam ich raus und war wieder gleich in der Schule. Und ich hatte so eine gute Ausbildung als Musiker. Wenn ein Dirigent was schneller macht oder was langsamer, ich könnte immer mit ihm gehen. Und auch mit Karajan, die Tempi, das ging bei Siegfried. Ja, Siegfried habe ich nicht mit ihm gemacht. Ich habe Walküre, Sigmund mit ihm gemacht. In der Met gemacht. Und habe ich Elektra mit ihm gemacht einmal. Aber er hat mich nicht viel genommen. Und mit Regisseuren, wie ging es denn da? Mit Wieland Wagen haben Sie erzählt, ging es wunderbar. Er hat für jede Rolle eine eigene Geschichte gefunden. Ja. Rennert war wunderbar auch. Barlock, Sellner, Barlock, Rennert. Barlock, mein Gott. Ich war. Wie reagieren Sie denn auf extreme Forderungen von extremen Regisseuren? Ja, ich denke manchmal, ich mag nicht unbedingt, was sie machen. Aber ich tue es trotzdem, um zu sehen, ob ich kann, mich ein bisschen mehr flexibel machen. Und ich mache ein bisschen Unsinn, um zu sehen, ob ich irgendwas daraus schaffen kann. Und ich tue es. Ich habe nie eine Inszenierung abgesagt wegen der Regie. Nein. Sie haben besonders die Arbeit von Brunel gerne gemocht. Nicht? Ich weiß, was Sie über Pelias gesagt haben. Ja, war nicht so extrem. Pelias habe ich nicht gemacht. Nein, das haben Sie nur gesehen. Aber Sie haben mit Horace den ersten Palestrina gemacht, als Sie 54 Jahre alt waren. Stimmt das? Ja. Ich meine, Palestrina ist eine gute Sache. Ist das gut? Soll man den zweiten Akt streichen? Nein. Nein. Palestrina gefällt mir sehr. Ja. Aber wir haben eben gerade gesagt, moderne Musik nicht so sehr. Aber es gibt eine Aufführung, die Sie gemacht haben, die ich für exemplarisch halte. Ist die moderne Musik die Tote Stadt, Korngold? Es ist nicht ganz modern, eher Spätromantik. Spätromantik. Aber wir haben einen Ausschnitt daraus. Ich liebe diese Oper. Sie haben diese Rolle war eine meiner Lieblingssachen. Und diese Sache mit Götz Friedrich und mit seiner Frau Karen Armstrong, das war ein Genuss für mich, das zu machen. Wer hat dirigiert? Hollreiser. Wunderbar. Er ist einer meiner Lieblingsdirigenten auch. Der Mann war so gut, hat mich jeder Einsatz gegeben, so geholfen und jeder Tempo war richtig. Was singt der Paul ihre Rolle? Was ward aus mir? Korngold, die tote Stadt. Was ward aus mir? Ihr Haus und schleichig. Gequält von Angst, Sehnsucht und Reu, was war das hier? Verstummen, dumpfer Glück auf dem Korn,
Ich weiß nie genau, wie der Paul endet. Ist das Selbstmord? Bei der Aria am Schluss sitzen sie da mit der Pistole. Ist es Selbstmord? Ist es das? Was ist das Ende es von Paul? Es könnte sein, ja. Aber ich weiß auch nicht. Schwere Rolle, nicht? Sehr schwer. Es ist, ich finde es so schwer wie Othello. Ja, ja. Es ist, aber man muss etwas lyrischer singen in ja. Die Tote Stadt. Vielleicht Othello singt man etwas mit mehr dickere Töne, wissen Sie. Aber Paul ist wahnsinnig schwer. Hoch alles. Und so lang wie Othello. Ist so lang wie Othello. Ja, ja, ja. Aber eine tolle Party. Das ist eine meiner Lieblingsrollen. Ich wollte das nicht machen. Und dann Hohlreiser und Gert Friedrich haben mich eingeredet, das zu machen. Und ich bin so dankbar, dass ich es getan habe. Ich habe sie in New York gesehen. Da war es auch eigentlich viel zu wenig gespielt, nicht? Korngold, ja, 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 ja. Sie haben einmal kritisch über das Bühnenbild von heute gesprochen und haben gesagt, diese Bühnenbilder von heute, die zeigen immer nur unter einem Teilaspekt das Werk. Die zeigen nicht das Werk, sie wollen immer was Neues aus einem Teilaspekt. Ja, wie Ritterburg mir einmal gesagt hat, das ist eine fabelhafte Bühnenbild, nur ist es für die falsche Oper. Ja, 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 das ist manchmal. Natürlich will jeder Bühnenbildner auffallen und will zeigen, wie neu er diese Oper sieht. Übrigens, ja, ja. Auch Masken sind ja wichtig. Es gibt ein Insert, das möchte ich gerne zeigen, bei der Heimkehr des Odysseus. Wir sehen gerade das Bild. Kostüm und Maske so wichtig. Und auch der Liebe der Danae ist ein wunderbares Bild von Ihnen, wie Sie als Maske erscheinen. Ja. Alberich und Mime, zum Beispiel die Masken, die Wieland gefunden hat, sind doch unvergesslich, nicht? Ja, ja, ja. Ganz große Masken. Mhm. Lieber Herr Kammersänger King, das sehen Sie, Liebe der Danae. Ah, ja. 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 Ihr Verhältnis diese verrückte König gespielt. Den verrückten König. Ihr Verhältnis zu den Intendanten? Oh, ich habe meistens keine Probleme. Naja, Sie haben schon mal gesagt, in der Administration, in der Oper, da sollten mehr Sänger sitzen. Die haben alle keine Ahnung von Sängern. Das stimmt auch. Ich sage, die Primadonnen sind nicht auf der Bühne, sie sind in Betriebsbüro. Ja. Und Sie haben beklagt sehr, dass man in der Provinz die jungen Sänger verschleißt. Sie haben gesagt, wenn ein Intendant einen Tenor viermal in der Woche oder dreimal Othello singen lässt, dann macht er den kaputt. Das ist ein ganzer Wahnsinn. Max Lorenz hat mir auch gesagt, ich habe mit ihm auch studiert. Der war ein ganz groß geschätzter Freund von mir auch, der Max Lorenz. Tristan nicht mehr als einmal in der Woche. Und Othello, okay, zweimal. Aber ich bin nach Columbus, Ohio gegangen vor 3 Jahren und habe Othello für Giacomini gesungen. Bin eingesprungen plötzlich. Und ich habe eine Vorstellung am Freitagabend und Sonntagnachmittag. Freitagabend habe ich das gut geschafft. Sonntag war die Stimme nicht ganz richtig da. Ich brauchte noch 2 Tage Ruhe für diese blöde Stimmbänder. Die Stimmbänder, wenn sie überstrapaziert sind, dann werden die schwellen ein bisschen, die werden ein bisschen dicker. Ja. Und wenn die Stimmbänder dick sind, das ist genau, wenn man zu viel drückt. Langsam werden die Stimme dicker, weil es ist wie wenn man Gewichte hebt. Die Ärmel werden dicker. Und wenn sie dicker sind, die Stimmbänder dicker sind, dann sie können sich nicht richtig verdünnen für die hohen Töne. Wenn man ein Klavier anschaut, die Saiten, die hohen Töne sind alle ganze dünne. Kurze Saiten. Die Tiefen sind dick und lang. Und so ungefähr ist eine Relation da mit der Stimmbänder. Wenn die Stimmbänder sie nicht richtig verdünnen können, dann wird man nicht die hohen Töne kriegen. Wir wollen nicht pathetisch heute Abend werden. Sie haben sehr viel und sehr ernsthaft über die verwandelnde Kraft der Musik. Sie sehen direkt in Ihrem Singen eine Mission. Sie wollen auch etwas erreichen. Wir wollen das jetzt nicht so ernst da tun. Aber Sie haben das sehr klar gesagt, dass es ja nicht nur ein Singen und nicht nur Geld verdienen ist, sondern dass was anderes bei Ihnen dahinter steckt. Wie war Ihr Verhältnis zum Publikum? Ich liebe das, wenn ich auf der Bühne gehen kann und schön singen. Weil ich habe das Gefühl, es ist fast eine seelische Sache, dass ich gebe die Leute etwas ganz Besonderes. Und wenn ich das kann und wenn ich mit mir selber zufrieden bin, dann ich danke Gott, dass ich die Gelegenheit habe, sowas zu machen. Wie hat das Publikum in Moskau reagiert, als Sie dort den Othello gesungen haben? Die haben zusammen in Unison geklatscht.
Bravo King oder sowas. Es war so nett. Wir sehen ein Insert, wo Sie vor Ihrem Plakat Othello in Moskau vor dem Bolschoi-Theater stehen mit Madame Elisabeth, Ihrer Frau. Schauen Sie mal, das ist doch ein schönes Dokument. Ja. Aber Ihre Frau Elisabeth ist auch heute im Studio. Ja. Wir können Sie dort sitzen, wie sie dort gerade sitzt und Ihnen zuhört. Ja. Willkommen, grüß Gott. Na ja, da ist sie. Ja. Lieber Herr King, Ihr Verhältnis zu den Kollegen. Sie haben mit der Nielsen, mit der Güdenthal, Wella, Wunderlich, Ludwig, mit allen gesungen. Wie ist das? Ach Gott, eine dumme Frage, aber... Das ist so eine Ehre. Das ist, weil ich, wie ich gesagt vorher habe, ich finde, das gibt es in der Musik nichts Schwereres, als richtig singen zu lernen. Ja. Und wenn ich singe mit einer wie Christa Ludwig oder Birgit Nilsson oder Leonie Riesenick, ich sage, mei, was für eine Ehre das für mich ist. Haben Sie jemals den Kollegen Pertilet gehört? Habe ich nie gehört, aber er muss ein grandioser Sänger gewesen sein. Wissen Sie, was der einmal gesagt hat? Einen wunderbaren Satz. Er hat gesagt, ich habe keine besondere Stimme, aber ich bin ein großer Sänger. Ja, es kann eine gute zweite Klasse Stimme sein, in einen Sänger, der wirklich eine erste Klasse Sänger wird. Ja. Nicht jeder Sänger hat die beste oder die größte Talent, aber es ist, wie man eigentlich wahrscheinlich diese Atmentechnik managt und diese Muskulatur hier, wie das alles frei funktioniert. Warum war die Stefano mit 35 zu Ende? Ich weiß nicht, der Pipo war ein Freund von mir und ich habe ihn sehr gemocht, aber ich glaube, er hat falsch gesungen. Er hat zu offen gesungen, er hat nicht gelernt, die Vokale rund zu singen und der Kehlkopf richtig zu sinken. Obwohl er hat hohe Cs gesungen früher, ich habe gehört, das war einmalig. Das ist, aber zu nicht I-E-A, sondern I-E-A, I-E-A, rund. Es ist schwer zu erklären. So. Nein, so. Und wie war Ihr Verhältnis zur Presse oder das Verhältnis der Presse zu Ihnen? So, sie waren immer sehr gut zu mir. Ja. Ich habe sehr geschätzt diese Kritiker in Frankfurt. Wie hieß der denn, meine frühere Zeit? Stockenschmidt? Ja. Ja. Der Mann, der hat was verstanden, wirklich, ja, von Singen. Denn Sie haben mal behauptet, Kritiker verstehen nichts von Sängern. Sie loben die nicht singen können und preisen die ein hohes C produzieren. Ja, ja. Das war in Ihrer früheren Zeit, nicht? Wahrscheinlich. Aber das haben Sie ja, hohe C ist auch natürlich nicht eine einfache Sache. Aber man sagt, wenn man nicht singen kann, wird man Lehrer. Oder wenn man nicht Lehrer kann, dann wird man Kritiker. Ein sehr böser Kritiker, der Herr Kesting, hat mal über Sie gesagt, man hört bei King immer die Kunstanstrengung. Er hat gesagt, man spürt die Absicht des leise Singenwollens. Meint er das damit, dass er so diesen Akademiker, den Lehrer daraus hört, dass er immer, er meinte die Absicht zu hören, jetzt will ich leise singen. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, obwohl ich habe ein Lied einmal in Wien gegeben und der Kritiker hat gesagt, dass ich singe alles wie Opernarien. Ja. Und das könnte schon sein, weil ich singe sehr dramatisch alles, was ich singe. Wenn ich Atlas von Schubert singe, ich unglückseliger Atlas, ich muss das mit total... Und mit total hören wir jetzt auch eins. Ich freue mich an eine richtige Opernarie, nämlich Duett Butterfly Linkerton, Vogliate mi bene. Otto Schenk hat's inszeniert, Anna Moffo singt, wir hören Duett Butterfly Linkert. Ich liebe Puccini auch. Er hat auch Wagner geliebt. Silenziosa, ad una terrezza.
Ja. Ja. Butterfly, das ist ein Meisterwerk. Lieber Herr King, Sie sind nicht nur ein großer Sänger, Sie sind ein großer Lehrer. Und Sie unterrichten in Bloomington, unterrichten in Deutschland. Was ist das? Sie haben einmal gesagt, es wird in Deutschland oder überhaupt alles zu brustig gesungen. Was meinen Sie damit? Habe ich das gesagt? Ja. Naja, ich habe wunderbare Sängen gehört in Deutschland. Ja. Wenn ich denke an Elisabeth Grummer. Ja. Ja, ich habe keine bessere Else gehört als Elisabeth. Ja, ist aber vorbei. Sie haben gesagt, in der Mittellage wird alles zu schwer gesungen. Es kann sein, dass, weil sie singen viel, die sind nicht so hoch geschrieben wie die, wie der Verdi-Sachen und die italienische Sachen, dass wir haben hier etwas schwer, weil sie singen etwas vielleicht mehr in der Mittellage. Mhm. Und man will natürlich jeden Ton so nobel machen wie möglich. Und es kann sein, dass man singt ein bisschen schwerer, ein bisschen dunkler in der Mittellage. Wir können unsere Stimmen, das ist auch die Sache mit einer Stimme, mit einer Geige oder Klavier kann man das nicht machen, die Stimme ja. dunkler oder heller machen. Ja. Und Sie haben gesagt, der Kopf ist auch wichtig fürs Singen. Ja, Hermann, das ist die Stimme hier. Hey, hey, hey. Ja, aber Sie meinten nicht nur den Resonanzraum, Sie meinten auch den Kopf, der da denken soll, nicht? Genau, ja. Ja, und das versuchen Sie doch Ihren Schülern zu vermitteln. Der Konzept. Ja. Sie haben einmal sehr die Situation in Deutschland gelobt. Wir wollen das nicht chauvinistisch ausbreiten, aber Sie haben gesagt, die Gelegenheit, die wir in Deutschland haben, auszubilden, aber auch aufzuführen, sind gut. Ich muss die Deutschen gratulieren. Ich denke manchmal, das ist das bestgeführte Land der Welt. Mhm. Was ihr bietet, ihr Volk, das gibt's nirgendwo, auch nicht in meinem Land Amerika, die ich sehr liebe auch. Und ich weiß, dass wir großartige Amerikaner haben, aber wir sind naiv mit der Kultur. Ihr habt 220 Theater, glaube ich, und 80 ja. Opern hier, alle staatlich unterstützt. Wir haben nicht eine in Amerika. Es tut mir so leid. Es ärgert mich auch. Ich würde fast böse, wenn ich daran denke. Ich versuche dagegen zu kämpfen, jede Gelegenheit, die ich habe. Das, aber Herr King, das ist fantastisch, ja. was Sie hier geschafft haben. Herr King, Sie müssen gerecht sein. Ich erinnere noch sehr genau, da gab es drei große Opernhäuser in Amerika. San Francisco, Chicago und New York, selbstverständlich. Ja. Jetzt gibt es über 68 Opernhäuser. Gut, die spielen nur drei Wochen im Jahr oder zwei ja, Wochen. Ja. Aber das kommt, das ist im Werten. Das liegt auch an unseren Schulen. Wir haben sehr gute Schulen. Wir haben auch, ich glaube fast, dass wir haben bessere Musikschulen in Amerika, als wir hier in Deutschland haben. Ja. Das muss ich sagen. Sie haben bessere Schulen und wir haben mehr Theater. Wir haben ja. nicht so gute Schulen. Ja. Wenn ich habe mehrere Schüler, die sich sehr, sehr gut entwickelt. Und wenn sie gut sind, sie wollen nach Deutschland kommen. Hoffentlich kriegen sie eine Position zu singen hier. Ich hoffe, Ihnen helfen zu können. Ja. James King hat einmal gesagt, gefragt, was sein künstlerisches Credo denn sei. Und er sagte, Erfolge soll man nicht überbewerten. Durch Misserfolge soll man sich nicht beirren lassen, aber sich immer selbstkritisch weiterentwickeln. Danke, James King. Danke für den heutigen Abend. Mich sehr gefreut. Thank you.